Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar vom Spiegelartikel Droge Zucker, die gefährliche Sucht nach Süßem. Dieses Video-Review habe ich ja gestern bereits bei Facebook angekündigt und hier kommt es. Was werde ich in diesem Video abhandeln? Als erstes ein paar neue Erkenntnisse, die ich selber vorher noch nicht so wusste. Dann zweitens werde ich ein bisschen über das Thema Verantwortung sprechen im Umgang mit Zucker. Als drittes, was können wir eigentlich von den Amerikanern lernen? Du wirst vielleicht denken, hä, die sind doch viel fetter als wir. Ja, aber genau deswegen können wir einiges von ihnen lernen. Und der vierte Punkt, deswegen bleib auf jeden Fall dran, ich werde dir den größten Loser der Ernährungsindustrie in Deutschland vorstellen und sagen, warum wir so tief den Stock im Arsch haben und nicht klarkommen aufs Thema Übergewicht. Als erstes die neuen Erkenntnisse. Da geht es dann um einen Typen, der heißt Robert Lustig und das ist ein Professor an Sacramento Universität und er macht Studien zu Hormonstörungen bei Übergewichtigen, vor allem auch bei Kindern. Und was dieser Typ halt herausgefunden hat, ist im Prinzip das gleiche, wie ich schon mal in einem anderen Review von Gary Taubes gemacht habe, schon zum Thema Why We Get Fat, nämlich Übergewicht liegt hauptsächlich an einer Störung des Hormonstoffwechsels und vor allem im Fettstoffwechselbereich und nicht daran, dass wir zu viel fressen. Dass wir zu viel fressen, ist nur ein Symptom von der Störung. So, und dann gibt es noch ein paar andere interessante Beobachten. Eine vor allem zum Beispiel diese hier. Du hast von mir vielleicht schon öfters gehört, dass das Thema Kalorien so langsam, aber sicher im Sterben ist. Denn hier, ich lese mal kurz vor, eine mögliche Erklärung liefern die Harvard-Forscher Stephen Goldmaker und Kendrin Sunville. Bei einer anderthalbjährigen Studie mit 538 Jugendlichen stellten sie fest, dass jene, die während dieser Zeit anfingen, mehr Sport zu treiben als zuvor, auch mehr aßen. Und zwar im Durchschnitt 100 Kalorien mehr, als sie durch die zusätzliche Bewegung verbrannt hatten. Das bestätigt genau meine Erfahrung, die ich immer wieder mit Teilnehmern und mit Coaching-Klienten habe. Wenn man einfach nur anfängt, mehr Sport zu machen, also mehr zu rennen oder was auch immer, dann reagiert der Körper darauf, dass du halt mehr Hunger kriegst. Und deswegen musst du darauf achten, was du isst und nicht wie viel du isst. Also das ist weitaus unwichtiger als das Thema, was du zu dir führst. Denn wenn du dich an gesunden Nahrungsmitteln satt isst, dann wirst du automatisch viel weniger essen als vorher. Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zum Thema. Was für mich absolut neu war und deswegen umso interessanter, war das Thema Krebs und Insulin. Das heißt, in dem Artikel steht drin, dass dieser Robert Lustig beobachtet hat, dass ein hoher Insulinspiegel wunderbar für das Wachstum von Krebszellen ist. Warum? Weil nämlich viele Krebszellen im Anfangsstadium, wo ein Tumor wächst, sehr sensibel sind in Bezug auf Insulin. Du weißt ja allgemein, Insulin, ganz einfach gesagt, ist wie ein Schlüssel, der so funktioniert, dass er Zucker in Zellen einschleusen kann. In Muskelzellen, in Fettzellen, in alle möglichen Arten von Zellen und leider eben auch in Krebszellen. Das bedeutet, wer einen hohen Insulinspiegel hat, der ist angeblich, oder so, zumindest hat es den Anschein, da wird wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren eine Menge zukommen. Jedenfalls, wenn du Zucker weglässt und richtig wenig davon isst und einen geringeren Insulinspiegel hast, ich bin zwar kein Arzt, aber ich würde es auf jeden Fall machen, um Krebs vorzubeugen. Nächster Punkt, neue Erkenntnis, und zwar Zucker hat im Gehirn die gleiche Dopaminwirkung wie Kokain. Also mit anderen Worten, du steckst ein Stück Schokolade in den Mund und nimmst es dann sofort wieder raus, dann hast du die gleichen Entzugsentscheidungen wie jemand, der irgendwie ein Koks-Junkie ist. Zucker ist also eine Droge und sollte dementsprechend behandelt werden. Nächste neue Erkenntnis, und zwar, damit habe ich mich vorher auch schon ein bisschen beschäftigt, mit dem Hormon Leptin. Und zwar ist Leptin ein Hormon, was vor allem von deinen Fettzellen abgesondert wird, um dem Gehirn zu signalisieren, dass du keinen Hunger mehr hast. Ja? Es sagt also, Gehirn, stopp, ich habe keinen Hunger mehr, hör auf zu fressen. Das große Problem ist dabei, dass Insulin genau diese Ausschüttung hemmt. Das bedeutet, wenn wir einen hohen Insulinspiegel haben, dann ist unser Hungerstoffwechsel, also unsere ganze Art und Weise, wie Hunger funktioniert, gestört und funktioniert nicht mehr richtig. Problem an der ganzen Sache, Leptin wurde erst 1994 entdeckt, das heißt, die meisten Ernährungsrichtlinien, an die wir uns heute halten, die ja viel älter sind als das, die spielen hier natürlich auch dann keine Rolle.
So, nächste neue Erkenntnis, und zwar Fructose aus weißem Zucker. Wenn du diesen normalen weißen Haushaltszucker, der billig hergestellt werden kann, der ist im Prinzip, war es auch eine neue Erkenntnis, war, fand ich sehr interessant, und zwar, dass nur noch 17% vom Zucker überhaupt selber zugefügt wird. Also wenn du jetzt deine Pfannkuchen machst und da Zucker raufhaust, dann ist dieser Zuckerkonsum nur ca. 17% von dem Konsum, was du insgesamt, ich glaube, 36 Kilo im Jahr pro Deutscher zuführst. Der Rest ist sowieso schon in allen Fertigprodukten drin. Und ein Saccharosemolekül, ja, also so dieser weiße Zucker, besteht ja aus Fructose und Glucose. Und das Problem ist halt diese Fructose, weil die halt im Prinzip nur in der Leber verstoffwechselt oder fast nur in der Leber verstoffwechseln kann. Und die Glucose kann in ganz anderen Orten, zum Beispiel im Gehirn und fast alle Organe können Glucose verstoffwechseln. So, das Problem ist, wenn du zu viel Fructose, die ja hier auch in diesem Zucker drin ist, zuführst, dann bekommst du eine Fettleber, und eine Fettleber kann zu Insulinresistenz führen, und dann hast du ein richtiges Problem, weil dann können deine Zellen fast gar kein Insulin mehr, also haben gar keine Sensibilität mehr gegenüber den Insulin, und das bedeutet, deine Bauchspeicheldrüse stellt immer mehr und mehr und mehr hoch, deine Zellen können aber keinen Zucker mehr aufnehmen, und dann hast du irgendwann Diabetes und die ganze Problematik wird immer schlimmer. So, das waren erstmal so die allgemeinen Erkenntnisse daraus. Mein Fazit zum Punkt 1: Die alte Regel, iss weniger, beweg dich mehr, ist für mich endgültig ausgestorben, weil es einfach nicht funktioniert. Ja, wenn du weniger isst, dann wirst du zwangsläufig fauler werden, dein Körper wird Energiesparmodus einführen und du wirst dich weniger bewegen. Wenn du dich einfach nur mehr bewegst, ohne was an der Ernährung zu ändern, dann wirst du halt auch anfangen, mehr zu essen, du wirst mehr Appetit bekommen, und das sind immer unterbewusste biologische Prozesse, die wir überhaupt gar nicht wahrnehmen. Ja? So, das ist mein Fazit zu Punkt Nummer 1. Und jetzt wollte ich kurz was sagen zum Thema Verantwortung. Warum ist dieser Artikel eigentlich nicht schon viel früher hier aufgetaucht? Den hätten die schon vor ein paar Jahren schreiben können. Und das Thema ist immer das gleiche. Die meisten solchen Recherche Artikel und so weiter, die werden natürlich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen von irgendwelchen Instituten, Medizinern und so weiter genommen. Warum aber, sage ich, nimmt man nicht auch einfach mal die aus dem wirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel von zurstrandfigur.com? Ich hätte denen schon lange sagen können, dass Zucker ein ungesundes Lebensmittel ist. Und beim Thema Verantwortung möchte ich einfach nur sagen: Angenommen, du gehst zum Arzt, ja, und du bist übergewichtig. So. Und er sagt dir: Okay, Sie sind zu fett, Sie müssen abnehmen. Also ich empfehle Ihnen, ab jetzt weniger zu essen und sich mehr zu bewegen. So, wer hat dann die Verantwortung dafür, dass du das machst? Du selber. Ja, und wenn du dann nach 6 Monaten wieder zum Arzt gehst und dann kein bisschen schlanker geworden bist, weil diese schwachsinnigen Tipps einfach nicht funktioniert haben, dann sagt der Arzt: Naja, im Prinzip, ja, sie haben einfach sich nicht dran gehalten. Sie haben trotzdem zu viel gegessen und sie müssen einfach weitermachen, ne? Und das ist genau das Problem, weil wenn jetzt zum Beispiel bei mir ein Klient kommt und nach 6 Monaten keinen Erfolg hat, dann bin ich gefeuert, dann bin ich arbeitslos. Und deswegen, die Verantwortung müssen sozusagen nicht die Leute nur selber nehmen, sondern die Verantwortlichen, die dafür sorgen, dass sie was ändern sollen. Das heißt, ich als Personal Trainer und Online-Coach muss zum Beispiel Verantwortung dafür übernehmen, dass du Verantwortung übernimmst. Die Dinge, die ich empfehle, müssen halt funktionieren. Sonst bin ich, wie gesagt, arbeitslos. Sonst spricht sich das rum und ich werde nicht lange mehr irgendwas machen können. Und genau diese Verantwortung müssen auch andere offizielle Quellen übernehmen. Und wir dürfen es nicht alles auf den sozusagen den normalen Otto-Normalverbraucher übertragen. Das ist genau das, was dazu führt, dass die Ernährungsindustrie sich die Hände reibt und sagt, das ist also da, die wissen nämlich ganz genau, dass es nichts bringen wird, einfach nur mehr zu informieren darüber, sondern man muss halt wirklich solche Dinge, wie zum Beispiel bei der Tabakindustrie, einführen, dass einfach manche Sachen verboten werden. Dazu werde ich später noch sprechen. Drittens, was wir von den Amis lernen können. Erstens, die Kalorienlehre ist out. Ja, die geben uns zwar eine ganz grundsätzliche Information darüber, wie viel Energie ein Nahrungsmittel hat, aber sie können uns nicht, ich wiederhole, sie können uns keine Lösungen dafür angeben, warum wir übergewichtig werden und was wir tun sollen. Zweitens,
was wir von den Amis lernen können. Wir sollten nicht warten. Die Zustände in Amerika sind so extrem, da sind teilweise jetzt mittlerweile 2/3 der Bevölkerung übergewichtig. Und der Grund, warum meiner Meinung nach die schon sehr viel weiter in der Forschung sind, sind einfach, weil sie viel größere Probleme schon damit haben. Und du weißt ja selber, je größer ein Problem wird, desto mehr musst du dich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ja? Und deswegen, wir sollten nicht warten und wir sollten schleunigst handeln. Drittens, zum Beispiel mit gesetzlichen Verboten, wie beim Tabak zum Beispiel, ja, dass man wirklich ganz klare Formulierungen auf den Packungen drauf hat. Man könnte ein paar Werbeverbote einführen, so wie es in Amerika zum Beispiel in der Diskussion ist, dass es keine gezuckerten Getränke über 0,5 Liter mehr zu verkaufen gibt. Und ja, das halte ich eigentlich für eine sehr sinnvolle Maßnahme. Und als letztes zum Punkt 4, den größten Loser, den ich dir vorstellen wollte, das ist der Markus Otto, Referent für Lebensmittelrecht. Ich zitiere mal kurz aus dem Artikel einen Bullshit-Satz, den er von sich gibt, und zwar: Dabei lässt man als wesentliche Voraussetzung außer Acht, dass Übergewicht nur entstehen kann, wenn man über längere Zeit mehr Energie zu sich nimmt, als man braucht. Dann sind wir beim Thema Kalorien und nicht beim Zucker. Er ist also einer, der eigentlich bisher nichts gelernt hat, wie man glasklar sehen soll. Er hat wahrscheinlich noch nicht mal den Artikel gelesen, der bisher hier, also die Erkenntnisse, die zum Beispiel von diesem Robert Lustig kommen, dass es halt eben eine hormonelle Störung ist und dass einfach Kalorienzählen langfristig nichts bringt, weil nämlich die Kalorien aus Zucker ganz anders sind als aus zum Beispiel Avocado. Was wir jetzt ja wissen, weil du ja zum Beispiel jetzt über Leptin gelernt hast, über das Hormon, und weil du zum Beispiel über Insulinstoffwechsel und die Fettleber gelernt hast, dass es einfach ein großes Problem ist, einfach nur Kalorien zu zählen. Ja, und wenn ich mir 2000 Kalorien aus Zucker zunehme, dann ist es was ganz anderes als 2000 Kalorien aus anderen Lebensmitteln. Weil aber solche Volltrottel nun mal in Deutschland so ziemlich die Regel sind, werden wir wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis wir da irgendwelche Ergebnisse auch grundsätzlich erzielen können für die Bevölkerung. Und wie du aber selber schon, also nicht so lange warten musst, sondern selber davon profitieren kannst, ist, dass du einfach dich an folgende Sachen hältst, an folgende Basics. Du solltest einfach frische, natürliche Basislebensmittel zu dir nehmen. Fleisch, Fisch, Nüsse, Eier, Samen, Obst, Gemüse, Eier, Quark, Kartoffeln zum Beispiel. Denn zum Beispiel Obst enthält natürlich auch Fructose, aber, und das stand auch nochmal in dem Artikel, die Fructose aus Obst wird viel langsamer verstoffwechselt als die aus dem weißen Zucker, weil natürlich noch die ganzen anderen Faserstoffe, Vitamine etc. enthalten sind. Es ist also nicht das Gleiche. Isst dich an diesen gesunden Lebensmitteln satt und du hast schon mal viel gewonnen. Und wenn du dann als zweiten Punkt nur noch das berücksichtigst, dass du gezuckerte Drinks und Fruchtsäfte vermeidest, stattdessen Wasser, Tee, Kaffee und wenn du unbedingt willst, Wasser mit Saft aber 5:1 verdünnst und nur mit diesen zwei Änderungen, also dich hauptsächlich von diesen Nahrungsmitteln zu ernähren und diese Dinge zu vermeiden, dann wirst du wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mit den meisten Problemen, die Übergewichtige haben, niemals zu kämpfen haben. Ich kann es natürlich nicht versprechen, weil nichts im Leben ist 100%ig sicher, aber ich an meiner Stelle werde mich weiterhin hier dran halten und ja, das war's schon von diesem Review. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Kommentare dazu und jede konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Wenn du mehr noch darüber wissen möchtest oder wenn du sagen willst, Koya, du hast ja gar keine Ahnung, ich weiß es viel besser oder was auch immer, schreib's unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Dein Kolja Barkhorn.